Also herzlich willkommen zur nächsten Folge Assassin's Creed Valhalla. Wir sind zurück in Lincolne und wahrscheinlich kurz vorm Regions-Story-Finale. Schätze ich mal einfach. Wir haben eine Mission Schwertregen in Ancaster, so heißt die Mission. Und ich denke mal, das, was hier genannt wird, wird uns auch erwarten. Wir haben unser kleines Lager aufgeschlossen hier an der Windmühlsee. Da werden wir uns nochmal den kleinen Schatz holen. Wir werden auch gleich zu diesem Punkt zurückporten. Wir sind nämlich derzeit, glaube ich, irgendwo tatsächlich auf einem Hügel. Ich meine tatsächlich hier in Visby oder sowas. Ich meine, oder haben wir uns. Ne, wir hatten uns tatsächlich noch den Schatz geholt. Ich erinnere mich wieder. Genau. Wir waren noch an der Küste und werden jetzt zurückreisen. Die beiden Schätze, die hier an der Ostküste sind, die werden wir wahrscheinlich per Boot und per Raub machen. Ich denke, das ist eine, können wir wahrscheinlich gut machen. Das Lager Badenai und auch der Hügel des Heiligen Gutlag, das werden wir tatsächlich, glaube ich, per Raubüberfall mit unserem Schiff machen. Und die beiden anderen Nebenquests und den Süden, den wir noch frei haben, den gucken wir uns da nochmal in Ruhe an. In Visby waren wir tatsächlich schon, in Ancaster werden wir gleich sein. Und dann gibt es hier unten noch diverse Orte. Ja, die Seesperre haben wir auch schon gemacht. Da unten waren wir schon. Hier waren wir schon in Abtei. Und das ist dann auch schon Repnatorf. Also das dürfte es dann auch gewesen sein, ne? Okay, also, nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken. Nein, wir gehen zurück. Und sehen uns mal in der Hauptquest um, dass wir das jetzt ein für alle Mal beenden. Den Bischof, der sozusagen Verrat an seinem eigenen, naja, würde ich sagen, Aldermann begangen hat. Den werden wir jetzt mal zur Rede stellen. Lass uns mal. Genau, wir haben ja das. Wir können das mal markieren. Dann sind wir letztendlich auch schon in der Nähe des Sees. Dann werden wir gleich nochmal mit dem Hauptmann sprechen. Wir müssen. In welche Richtung müssen wir denn? In die Richtung. Gut, das heißt, reit hier. Komm her, Stolz. Schade, dass wir kein zweites Pferd haben mit Vorurteil. Na, wer kennt die Anspielung? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten müssen wir, glaube ich, tatsächlich einmal drumherum. Ne, müssen wir gar nicht. Wir können einfach abbiegen hier. Das geht ja, guck mal, wir sind gar nicht so weit weg. Ich würde aber tatsächlich nochmal gucken, dass wir nochmal in diesen See abtauchen. Weil da sehe ich doch noch einen Schatz für uns. So, komm, steigen wir mal ab. Nochmal einmal ein bisschen waschen und dann ist das, glaube ich, unter uns. Ich habe es inzwischen aufgegeben. Oh, Stoff. Ich habe es inzwischen tatsächlich aufgegeben, nach diesen Meteoreinschlägen zu suchen, weil irgendwie kommen die zwar runter, aber ich finde sie einfach nicht. Diese Schlacht wird die Hölle auf Erden. Und meine Stiefel Okay. haben Löcher so Na groß wie dann. Kastanien. Himmel. Schlagt euch lieber selbst, bevor ihr euch selbst die Köpfe einschlagt. Wir werden mal anfangen, oder? Seid ihr bereit? Die Fürth brennt darauf zu kämpfen. Aber sowas von. Wir sind sowas von bereit. Auf geht's. Wir greifen jetzt an. Mach die Fürth bereit. Zunächst müssen wir den Außenwall durchbrechen. Dann sind die Soldaten im Innern dran. So wie immer. Gibt's wieder Schlacht? Ja, es gibt wieder Schlachtansagen. Oh, die sieht schon. Das sieht schon recht stabil aus, ne? Da oben die Feuerschalen. Das Tor relativ gut bewacht. Wir kommen wahrscheinlich wieder nur durch das Tor. Und ich würde sagen, wir werden hier wieder. Mit einem Rambock kämen wir durch. Ich sollte mich darum kümmern. So, mal gucken. Einzelne Schüsse sind egal. Da ist schon wieder Öl. Das sehe ich doch von hier. Können wir das vielleicht irgendwie vorher ausschalten? Auf geht's. Das fällt doch gar nicht an zu fackeln da. Das ist doch. Weiter geht's. Ich fürchte, dass wir gleich eine Öldusche bekommen. Schilde hoch! So, jetzt mal ein bisschen mit
Pfeile! Auf Pfeile! Pfeile! Und? Okay. Ja, der hat nicht lange gekämpft. Ich muss ja immer sagen, diese Protagonisten, die Schlachten, ne? Die so. Man bereitet sich stundentausendlang vor und dann ist man sozusagen der Erste, der den Löffel abgibt. Das ist richtig undankbar. Das sind auch immer die bitteren Statistenrollen in sämtlichen Heldenfilmen. Achtet mal drauf, das sind die ärmsten Schweine. Die Rolle ihres Lebens, in der großen Schlacht beteiligt zu sein und dann, können wir? Ah, mit der Balliste. Okay, das machen wir mal. Ich muss auch zerstöre die Sperre, ja, das machen wir. Das ist voll, okay. Zahn, geil. So, von der Seite da, wir haben sie. Ja. Ah, ich brenne. Ja. So, hier kommen mal mehr Leute. Wir müssen uns mal mit dem richtig. Komm mal, jetzt ist aber. Los hier. So, wo sollen wir hin? Wir müssen hoch, oder? Wo müssen wir denn hin eigentlich? Schieße auf die Bindeglieder. Ach so. Machen wir. Wir sind völlig falsch, oder? Ja, wir sind völlig falsch. Na gut, dann werden wir das mal machen. Irgendwie einfach wegfliegen, die Jungs. Alles klar. Aua, aua. Wo verbindet ihr das euch schießen?
Ah, okay, das ist diese neue Mechanik jetzt, weil wir... Okay. Herefried ist wahnsinnig. Ja, oder ist er ja schon. Sag mir, wo der Bischof ist. Was? Es sind schon genug gestorben. Er ist dort in der Kirche. Versteckt sich, der elende Feigling. Lasst niemanden diese Kirche ungestraft verlassen. Alles klar, wir gehen hin. Nehmen wir den mal mit. Okay, das ist egal, wir gehen da rein. Guck mal. Mutig von dem Jungen hier. Wo ist denn der Bischof jetzt hier? Ich erwarte kein Paradies. Müssen wir das Tor aufbrechen jetzt? Dass hier auch noch welche reinkommen. Aua! Okay, wow! Gut, dass das auch für uns funktioniert, sag mal. So, jetzt haben wir mal Feierabend hier. So. Das war Herefried und ausgeschaltet. Ich starb bereits, als ich mich hinter Gewand und Kreuz versteckte. Ich erniedrigte mich, um meinem Orden zu Glanz zu verhelfen. Ich kämpfte mich an die Spitze dieser gewöhnlichen Religion voller gewöhnlicher Leute. Ich hätte wie die Ältesten leben sollen. Das ist der große Fehler der Menschheit, Herefried. Wir wälzen uns in Selbstmitleid, wie die Schweine im Dreck. Du hättest das Leben genießen sollen. Und der Nächste auf der Ordensliste weg. Angriffe wirken weniger herausfordernd, als ich dachte. Vielleicht ist es aber auch einfach grundsätzlich ein Ding dessen geschuldet, dass wir jetzt einfach so stark sind. Brief von dem Instrument. Die Gewänder, die ihr tragt, sind nichts als Kostüme, ein Köder, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Denkt nicht an eure Seele oder eure Errettung. Ihr habt die Wahrheit, die Schatten. Ihr habt die Wahrheit, die Schatten haben sich verzogen. Nun erblickt ihr das Licht der Welt, erfreut euch daran und tötet alle, die sich euch in den Weg stellen. Das Instrument, ja, wir haben schon mal ein paar Hinweise bekommen, glaube ich. Jetzt auch, Brief von dem Vater. Dein Vorgehen ist forsch und der Gewalt ist schamlos. Dadurch, dass du die Kontrolle über diesen Skier an dich reißt, wirst du die Leute gegen die einzige Institution aufbringen, die ihnen noch Hoffnung gibt. Lass es sofort davon ab und mache kein Aufwärms mehr in Lincolnshire. Zieh keine Aufmerksamkeit mehr auf dich und warte weitere Befehle. Ungehorsam bedeutet Tod. Ist das, glaube ich. Naja, aber das Geld und das nehmen wir natürlich alles gerne mit. Wir müssen mal gucken. Es gibt doch hier bestimmt auch große Schätze. Nein, gibt es nicht, aber... Was ist denn hier unten? Also jetzt mal wirklich. Das ist auf jeden Fall mal ein Schlüssel. Hatten wir ja auch. Schlüssel Ancaster. Aha. Na, wir gucken uns natürlich erstmal hier um. Da können wir dann wieder raus.
Ich hätte ja gedacht, hier gibt es wenigstens auch große Schätze zu erobern, aber das scheint nicht der Fall. Wo immer wir jetzt sind. Ah, okay, in so einem Nebenraum. Außerhalb der Kirche. Okay, alles klar. Vielleicht können wir das damit ja nochmal aufschließen jetzt hier. Ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es hier... Sie wurde wohl verriegelt. Natürlich nicht. Aber wir würden wahrscheinlich da so reinkommen. Ah, hier können wir es vielleicht aufschließen. Ah, guck mal an. Vielleicht gibt es halt, ja, guck mal, den einen oder anderen Schatz noch oder den einen oder anderen Hinweis. Das ist eher ein Schatz. Oh, guck mal, Stoff. Nehmen wir doch alles gern mit. So. Also, mit wem sollen wir jetzt eigentlich sprechen? Was haben wir jetzt für eine Aufgabe? Wir sollen mit Hunwald sprechen. Wir gehen nochmal ganz kurz in den Inventar. Ja. Wir haben, achso, wir haben natürlich wieder Ordenshinweise gefunden. Die gucke ich mir natürlich auch nochmal an. Ordenshinweise, das ist das Interessante. So, wen haben wir denn hier? Ach, guck mal. Tadfried, Elemire die Leier. Er befindet sich oft auf dem Marktplatz oder er musiziert auf der Bühne in Grantaburg, Grantaburgshire. Ich würde sagen, den holen wir uns auf jeden Fall. Ja, richtig gut. Wir lesen mal ganz kurz. Elemire die Leier. Er befindet sich oft auf dem Marktplatz. Das wissen wir. Magister Tadfried die Leier. Tadfried trat dem Orden fast versehentlich bei. Als Sachse, der mit den Nordmännern kämpfte, führte er einen erfolgreichen Überfall in West Saxon, bei dem er drei Gefangene verschonte. Einer davon war der Hirtenstab, der Tadfried bald wegen seiner Kampffähigkeit und seiner absoluten Entschlossenheit rekrutierte. Durch Fleiß und Willenskraft stieg die Leier kürzlich den Rang eines Magisters auf. Kürzlich vor allem. Das ist dann unser zweiter Magister nach Gorm, den wir dann platt machen. Ah, das freut mich. Das freut mich richtig, denn damit sind wir wieder ein Stück näher gekommen. Aber wir reden jetzt erstmal mit Hunwald, ne? Genau. Der ist nämlich irgendwo da oben. Und sitzt da ganz entspannt. Und ich glaube, wir haben auch nochmal eine Aufgabe dann in Refnatorp so ein bisschen unsere Siedlung weiterzubauen. Ich glaube nämlich, ich habe ein paar Vorräte. Und hier müssen wir auch noch ein bisschen was machen, ne? Genau. Ganz durch sind wir mit allem noch nicht. Aber mit vielen Sachen können wir uns jetzt erstmal entspannen. Eivor, ist der Bischof tot? Er hat zu wenig gelitten und zu viel geredet. Ja, er ist tot. Ja. Ich werde ihn nicht vermissen. Aber Ache wird erst trauern müssen. Ist das die Münze von ihm oder von seinem Vater? Wahrscheinlich die von seinem Vater, oder? Ja. Du hast gut gekämpft, stürmischer Schwan. Sei in den kommenden Wochen vorsichtig und beginnt dein härtester Kampf, alter Mann. Wahrscheinlich das letzte. Jetzt führst du Linkolneschir an, alter Mann. Das wird dein härtester Kampf. Das Schlachtgetöse klingt mir noch im Ohr. Ich denke, dass ich jetzt ein guter Anführer sein kann. Sehr schön. Gut. Er wird uns folgen müssen. Aber darf ich dich noch um eine Sache bitten? Gern doch. Oh. Als alter Mann wird mein Leben gefährlich sein. Zumindest vorerst. Würdest du meiner Swanhild Zuflucht in deiner Siedlung gewähren? Oh. Bis ich das Gefühl habe, dass es ungefährlich ist? Sie ist bei uns willkommen. Danke, meine starke Berserkerin des Nordens. Die Wirtshäuser meines Schiers werden dein Getrampel sehr vermissen. Unsere Leute sind jetzt Verbündete. Wir müssen aufeinander aufpassen. Berserkerin des Nordens. Finde ich gut. Ach, ich bin furchtbar im Verabschieden. Ach, Hunwald. Ich fand die Geschichte nett. Das reicht fürs Erste. Hat mir gefallen. Die Geschichte aus dem Schier war eine nettere Geschichte als der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ja. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Genau, wir sollen dann zu Randvi zurück. Das ist klar. Es gibt auch wieder ganz viel XP. Wunderbar. Das bedeutet wahrscheinlich auch wieder ein neuer Rang und neue Fertigkeitenpunkte. Wir haben es ja gesagt, wir wollen so ein bisschen hier unten noch weitermachen. Ich glaube, hier hatten wir noch was, was wir uns angucken wollten. Ne, hier waren wir fertig, oder? Was hier noch was? Ne, einhändige Vielseitigkeit. Hier gab es, glaube ich, aber auch nichts mehr. Flinke Finger. Haben wir jetzt schon. Meuchlergrätsche hatten wir auch schon. Berittener Schütze. Spurenbeseitigung brauchen wir nicht. Okay, den Rest haben wir.
Meuchlerlisten. Drücken wir folgenbar schnell auf Rauchbombe zu werfen, brauchen wir auch nicht. Den Rest haben wir hier alles. Hier ist noch etwas. Geführter Pfeil. Raubtierbogen, den benutzen wir nicht. Das mit dem Schaden im Rücken, das machen wir nochmal. So, das können wir nicht, glaube ich. Wir können aber nur eins auswählen. Punkte automatisch zuweisen, das ist ja auch toll. Ne, sowas machen wir nicht. Was haben wir hier noch? Unaufhaltbar. Im Kampf kann einfach Sprint nicht geblockt werden und wirft Gegner zurück, kostet aber Ausdauer. Okay, Nahrungssuche. Okay, Nahrung bei Leichen zu finden, ist auch ganz nett. Überlebensunsicherheit, beim Teil der Gesundheit gedrückt, um dich etwas zu heilen. Vom Bogenschütze, aber recht. Das ist auch nicht schlecht. Mächtiger Ruderschlag. Ich finde Nahrungssuche ganz nett. Und wir gucken auch gleich nochmal Überlebensinstinkt und Pfeilsammler. Das finde ich eigentlich alles ganz nett. So, dann haben wir das geschafft mit Hunwald. Dann müssen wir zurück zu Randvi. Aber wir haben natürlich noch ein paar Sachen hier offen. Und ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um die beiden letzten Reichtümer hier. Und noch um die beiden zumindest sehbaren Nebenquests. Ich denke mal, dass hier auch Artefakte sind. Ich gehe mal davon aus, dass hier noch irgendwas ist. Und wir müssen uns auf jeden Fall noch den Aussichtspunkt dazu holen. Das können wir aber alles, glaube ich, vom Schiff aus machen, indem wir einfach dann hier an der Seite entlang gehen. Der Pluto-Tempel ist ja auch noch, obwohl wir da schon was gesammelt haben hier. Das müssen wir auch nochmal angucken, ob das wirklich stimmt. Ja, ich würde sagen, wo wir schon mal beim Schlachtgetose sind, können wir uns das auch nochmal mit den beiden Lagern da geben. So, jetzt wette, wir stehen natürlich wieder in der falschen Richtung, aber das macht... Ja, wobei, nee, heute mal... Natürlich doch. Lass uns mal... Abfahrt. Bevor wir das machen, natürlich speichern. Wir wissen ja, wie das ist mit den Seefahrten, Synchronisationspunkten und sonstigen. Und wir markieren uns... Nee, wir brauchen uns nicht markieren. Wir drehen hier einfach mal um. Setzen die Segel und dann... Geht's los. Lange nicht mehr mit dem Boot gefahren. Und wir haben richtig Rückenwind hier. Na, es dreht jetzt zur Seite. Und jetzt werden wir wahrscheinlich dann ein bisschen langsamer werden, wenn wir hier um die Kurve gleiten. Sind wir noch auf der richtigen Spur? Ja, sind wir. Okay, alles klar. Gucken wir mal, ob wir da den Überfall machen können. Eigentlich wollen wir nur eine Sache haben, wir wollen die Tratsch haben, ne? Das ist einfach alles nicht mehr. In your face. So, wo ist der Tratsch? Wo müssen wir hin? Da ist jemand mit dem Schlüssel, den brauchen wir bestimmt. Ja, ne, müssen wir gar nicht. Wir brauchen die gar nicht. Da kommen wir so rein. Ah doch, wir brauchen den Schlüssel. So, wo ist mein Schlüssel? Deine Zeit ist um. Da ist mein Schlüssel. So, einmal hier rein. In den Kupfernickelbahn geholt. Oh, der war unten. Ja, warte. Halt mir deinen Arm, komm. Ich reiß dich auf. Hocke dir. Nein, dein Arm.
Wir sind aber sagen, wir können einfach für. Oh! Gut, das hat besser funktioniert, als ich dachte. Das dauert nicht lange. Da sind Befestigungen, Eivor! Ja, wir können wieder zurück. Ich würde sagen, wir haben den Schatz geholt und dann lassen wir die Schicksalten. Pfeile nochmal schießen, ist gut. Machen wir weiter. Da war ja noch ein anderer Ort, den wir plündern können, und das machen wir jetzt noch. Achso, und ich würde sagen, wenn wir das hier geschafft haben, lohnt es sich auch nochmal schnell den Speicherstand zu überschreiben. Das geht jetzt auch relativ fix. Ich würde eigentlich ganz gerne noch in dieser Folge mal gucken, ob wir es schaffen. Die Region abschließen. Mal gucken, wie aufwendig die Nebenquests sind. Wir hatten ja schon teils Teile. Das Lager sieht aber auch. Wir machen später weiter. Zumindest mal ein bisschen befestigter aus. Mal gucken, ob das schwerer ist oder leichter. Wir markieren mal den Schatz. Ist wahrscheinlich auch ein Kupferdeckelbahn. Ich bin echt gespannt, auf welcher Region wir denn endlich mal die anderen Waren bekommen. Für Rüstung etc. Das würde ich sehr, sehr gerne wissen. Oh, guck mal, da haben wir doch Gegner. Schweißt! Meine Weife! Ich liebe diesen Angriff, ne? Ja, die Pikeliere, die machen mir immer noch ein bisschen Probleme irgendwie. Dann muss ich mich ein bisschen besser anstellen. Muss wieder ein bisschen mehr parieren mit meinem Schild. Macht es in letzter Zeit zu wenig, weil ich immer denke, es läuft ja auch so. Ja, schon irgendwie dumm, dass der Ambrosch-Schütze da runter rennt. Wir müssen mal gucken. Schatz ist da unten. Ja, mal sehen, wie wir da hinkommen. Ja. So, wie kommen wir da runter? Oh, okay. So, wie kommen wir jetzt? Ist hier der Schatz? Da ist der Schatz. Aber nicht der große Schatz. Der große Schatz, der ist. Ja, der ist groß. Irgendwo da. Ja, wie kommen wir da hin? Aua. Muss man mal gucken, wo der ist. Genau, der ist. Genau unter uns, kann das sein? Unter oder über uns? Ich sehe es gerade nicht. Schatz, werde mir angezeigt, bitte. Ah, da am Turm. Okay, gut. Alles klar. Das Timing gerade nicht mehr beim Parieren. Lang wird es nicht mehr dauern. Ja, das ist schon ganz richtig gut hier, der Junge. Come on. Gott verfluche dich! Okay. Schön den Rücken rein. Das war auch nur ein Kupferdeckelbaren. Ja, das ist, da kann man natürlich keine großen Sprünge machen, aber gut. Wir akzeptieren das. Und dann ist gut. Titan dazu. Aber wir hatten ja richtig
Das ist kein Sprengdings da, Wumms da. Wir sitzen auch alle schon wieder drin. Ich habe das Gefühl, ich bin mal der Letzte, der übrig bleibt hier bei der Gruppe. Da ist ein Lager, Eivor. Vermutlich ein feindliches. Bist du noch bei Trost? So, dann rudert mal, Freunde. Ich würde ganz gerne mal hier ausfahren aus dem Hafen. So. Dann würde ich sagen, haben wir das auch geschafft. Wir hätten da vielleicht auch wieder können. Wir haben das geschafft. Dann würde ich sagen, können wir, also durch die Sperre konnten wir nicht durchfahren. Da mussten wir einmal drum herum fahren. Ich würde sagen, wir gehen hier vor an die Küste und dann lasse ich mich hier hinfahren. Also besser gesagt hinreiten nach Kruland zum Aussichtspunkt und versuche die beiden Nebenquests noch zu machen. Ich glaube, das ist das Letzte, was wir hier sehen. Und dann haben wir auch fast alles. Gut, Artefakte. 3 Stück angeblich noch. Wer weiß, wo die alle sind. Ich habe das Gefühl, wir verpassen eine ganze Menge von diesen Codex-Seiten der Assassinen. Aber, puh. Wie gesagt, ich will auch nicht ewig suchen. So, ich speichere nochmal ab. Sicher ist sicher. Und ich würde sagen, das schaffen wir auf jeden Fall noch den Aussichtspunkt. Oh, Entschuldigung. Den habe ich gar nicht gesehen. So, hier war die Räuberhöhle, genau. Und ich weiß gar nicht, die Seesperre müsste uns jetzt den Weg da auf jeden Fall versauen. Dass ich glaube, dass ich da einfach anlanden muss. Aber da ist ja noch ein bisschen Land vorher. Leicht aufgesetzt. Ganz leicht aufgesetzt. So, kommen wir jetzt da durch? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich schätze mal, das funktioniert nicht. Ich würde es mir jetzt auch gar nicht erst angucken. Ich würde es einfach hier anlanden. Erzähl nachher. Was glaubst du, was du da tust? Ich gehe auf eigenen Wegen. Lass uns mal markieren. Und ich werde nochmal unser Pferdchen holen. Können natürlich auch noch irgendwelche anderen krassen Orte sein, so wie irgendwelche Artefaktorte, verfluchte Plätze und was weiß ich alles noch. Aber das, was nicht angezeigt wird und was wir nicht irgendwie durch Quests und sowas finden, würde ich sagen, lassen wir aus, haben wir ja gesagt. Wir wollen uns doch auf die Hauptstory konzentrieren. Das Spiel ist einfach so wahnsinnig umfangreich. Und letztendlich ist das, was am interessantesten ist, tatsächlich die Ordensgeschichte. Die Geschichte von Eivor und ihrer Familie. Und ich denke, wenn wir uns darauf fokussieren, dann haben wir hier auch ein ganz, ganz rundes Spielerlebnis. So, hier ist irgendwie ein Zelt. Was ist das? Das scheint irgendwie noch ein Lager zu sein. Das hört aber vielleicht noch dazu. Aha. Oh, Wölfe. Das sind auch immer mehr geworden, finde ich, im Laufe der Zeit. Also gefühlt an jeder Ecke haben wir irgendwelche wilden Tiere. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir da hochkommen zum Punkt und dann gucken wir uns die Quest an. Das scheint auch eine etwas größere Mine zu sein. Da kommen Geräusche aus der alten Kirche. Ja, ich würde aber erstmal da hoch gerne. Erstmal ein bisschen die Gegend entdecken und dann gucken wir uns mal, wie das. Da kommen wir auf jeden Fall rein, glaube ich. Gott, ist das hoch. Ist das Englisch? Ich möchte gerne hier hoch. Wie komme ich hier hoch? Hallo? Ah ja, okay. So komme ich da hoch. Dann synchronisieren wir mal. Bei helllichem Tag. Mal eine Abwechslung. Ah, sehr schön. Da haben wir das auch.
Und vielleicht decken wir nochmal was Spannendes auf. Ne, nicht das, was wir sowieso auch schon wissen. Ah, ja, den Eiferer haben wir auch noch. Stimmt, ja. Den haben wir auch noch. Ich erinnere mich. Dunkel. Ja, den müssen wir natürlich dann in der nächsten Folge auch noch platt machen. Ja, aber wir kümmern uns mal darum, was hier in der Kirche noch ist. Oh, ich kann hier reinspringen? Nein, ich kann hier nicht reinspringen. Das wäre ja auch zu cool gewesen. Ist hier jemand? Schießen. Fetzen und Lumpen für die Ratten. Oh. Ach, hart wie Stein. Und dieser Gestank. Du, untersteh dich. Kulans Thron gehört nur dem einzig wahren Dornenkönig. Zeige dich, wenn du mich ansprichst. Wenn du ein Problem mit mir hast, dann zeig dich. Wir erwarten den Herrn von Kuhland, Eindringling. Geh oder stirb! Ich gehe nirgendwo hin, ehe ihr Feiglinge nicht eure hässlichen Fratzen zeigt. Unverschämte Diesel! Tötet die Thronräuberin! Ah, Banditen. Oh, mit Gift. Lass sie nicht entkommen! Niemand entweiht diesen heiligen Thron und kommt uns in Schlaf davon! Waren im Dienste eines abwesenden Königs. Erbärmlich. Tor verleiht mir Kraft. Und das war's schon? Okay. Das war die Quest. Okay, komm, da können wir doch die nächste doch auch noch machen. Zumindest dann mal hinreiten. Oder wir gucken uns den Eiferer an. Da hätte ich auch fast Lust drauf. Wo ist denn der Eiferer? Ah, der ist ein ganzes Stück weg. Aber eigentlich können wir den noch mitmarkieren, oder nicht? Kriegen wir den noch? Wer weiß, wie lange die Quest ist. Aber für den Eiferer haben wir auf jeden Fall noch Zeit. Das passt jetzt auch noch mehr zur Geschichte. Und die Frage, ob der jetzt von uns wegreitet. Der reitet von uns weg. Meine Güte. Diese ganzen Mauern hier. Das ist ja unfassbar. Wo ist denn der jetzt? Okay, der geht da zum Lager oder sowas. Kommt den auf jeden Fall näher, oder?
Aua, aua. Mann, ich will den Schwachpunkt haben. Dieser Zeitumkampf ist ganz schön anstrengend. Jetzt seitdem ich dieses Durchgucken habe. Aber gut. So. Offa hat uns Sendere verraten. Nun haschen wir überall nach Resten. Nach allem, was nach euren Überfällen noch übrig geblieben ist. Du wünschtest, du wärst ein Dränger, ein Krieger. Ja. Leb wohl, Schwertträger. Der war anstrengend, aber anstrengend, weil ich dauernd diese Zeitlupeneffekte habe. Ob ich das so cool finde mit den Zeitlupeneffekten, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir Oscar ausgeschalten. Und haben uns dadurch auch nochmal zwei Fertigkeitenpunkte ergattert, die wir uns gleich nochmal zunutze machen können. Was haben wir noch bekommen? Sammelobjekte wieder. 6 Münzen, 13 römische Artefakte. Wunderbar, läuft ja eigentlich. Fertigkeitenpunkte bezüglich dem blauen Balken. Jetzt gucken wir nochmal. Kampfrolle. Du erleidest keinen Schaden, während du eine Rolle ausführst. Auch das können wir vielleicht nochmal gucken. Auge des Nordens. Wenn du zuckst, nicht wenn du getroffen wirst. Das können wir auch nochmal machen. Aufgeladener Schuss. Der hat, aber mit Jagdbogen. Wir haben, glaube ich, immer noch einen leichten Bogen. Wo waren wir stehen? Du lieber den Dingern hier. Genau. Wir wollen unaufhaltbar. Nee, das finde ich noch ganz gut mit Überlebensinstinkt. Und Pfeilsammler. Finde ich auch nochmal ganz nett. Dann haben wir Quest, Lagebericht und Orden. Genau, einfacher Nummer da. Unten ist er. Oscar, der dürre und doppelzüngige Oscar, stammt aus einer Winzerfamilie. Er bechert oft nach einem guten Schwertgang. Die Hippe verlässt sich bei der Umsetzung seiner Pläne voll und ganz auf ihn. Wenn du einfacher tötest, erhältst du vielleicht neue Hinweise auf. Bla und so weiter. Die Hippe. Ja, wir wissen, kennen wir nicht, oder? Die Hippe? Nee, ne? Ja, ist aber irgendwie doof, dass man das dann doch nicht unbedingt bekommt. Aber gut. Tadfried müssen wir uns mal jetzt markieren. Tadfried ist derjenige, den ich jetzt als nächstes auf jeden Fall haben will in Grantaburg. Guck mal, und da haben wir tatsächlich auch die Möglichkeit, relativ schnell hinzugehen. Ich würde sagen, das ist doch eine schöne Sache fürs nächste Mal. Wir werden uns dann mit der letzten Nebenquest, mit der letzten sichtbaren Nebenquest in der Region Lincolnshire beschäftigen. Wir werden die Leier ausschalten. Ich glaube, die Leier, ne? Die Leier? War das die Leier? Genau, die Leier ausschalten, Tadfried, und dann geht's zurück nach Raffnerthorpe. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt doch gerne bei unserem Kanal hängen, indem ihr die Glocke klingelt und abonniert. Glocke klingelt, die Glocke drückt und abonniert. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.